ich habe damals auch das Glück gehabt, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich war selber auch Sportler, habe gerne Sport getrieben. War so nicht der ganz große, erfolgreiche Sportler in der Welt, aber dadurch hat man natürlich als Trainer gewusst, was man möglichst als Sportler nicht machen soll. Der Lohn ist, wenn man so will, ist eigentlich der Erfolg. Ja, wenn sowas passiert wie dieses Jahr, wenn man einen Sportler betreuen darf, der dann zweimal Europameister wird auf einer olympischen Strecke, besser geht es nicht als Trainer. Ja, da kann man dann auch, wenn man dann die Frage kommt, da bist du zufrieden. Ja, ich sage mal, na klar, wenn man zweimal gewinnt, bin ich zufrieden. Aber wenn mich jemand fragt nach der Sichtung und Jules ist im Einer, Dritter oder Vierter und sagt, bist du zufrieden? Ich sage, zufrieden kann ich nur sein, wenn wir gewonnen hätten. Das haben wir nicht. Also müssen wir weiterarbeiten. Also da kann ich erstmal nicht zufrieden sein. Ja, also ich bin da immer sehr, sehr kritisch und auch mit den Sportlern. Das wissen die auch. Und die können damit aber ganz gut umgehen, denke ich. Wir kommen eigentlich auch gut zurecht. Ja, die Zusammenarbeit halt mit jungen Menschen. Das ist mir wichtig. Ja, du hast halt immer wieder andere Persönlichkeiten vor dir, du hast immer wieder andere Systeme vor dir, auf die du dich neu einstellen musst. Also keiner funktioniert gleich und das ist spannend und ja, das macht den Job aus. Ja, manchmal nur in einer ganz speziellen Sportart oder speziellen Disziplin oder speziellen Distanz, das ist ja dann letztendlich sehr beschränkt. Man versucht jemanden zu optimieren, dass er in der Weltspitze dabei ist. Und das ist reizvoll und man hat viele Stellschrauben, man muss an vielen Stellschrauben drehen und das dann in der richtigen Reihenfolge zum richtigen Zeitpunkt. Und das ist sehr reizvoll. Also Sport ist Emotion pur, sowohl im positiven wie auch im negativen Bereich dann. Ich habe in diesem Jahr auch mit Thomas nur positive Erlebnisse gehabt. Dementsprechend war es so, dass wir, ob es die nationalen Wettkämpfe waren oder die internationalen Wettkämpfe, ja, da kam es schon zu herzzerreißenden Szenen, Umarmungen, als auch teilweise ein bisschen Tränenflüssigkeit in den Augen. Man ist stolz, man ist selber stolz, man ist stolz auf den anderen. Man kann die Leistung natürlich auch sehr gut einschätzen. Der Weg hat aufgezeigt, dass wir auf einem richtigen waren und dass wir am Ende belohnt wurden, als wir die Ziellinie erreicht haben. Ja, da kann man sich vorstellen, das sind Feuerwerk der Gefühle. Aber in diesem Jahr war es für mich ziemlich einfach, alle diese Situationen zu bewältigen, denn ja, wenn man Erfolg hat, dann macht es die Sache einfacher. Aber ich denke auch daran, dass das nicht immer so weitergehen wird und wir arbeiten daran, dass das weiter erfolgreich bleibt und hoffentlich noch erfolgreicher wird.